Also, so sieht's aus bei Bayer Leverkusen. Wir befinden uns gerade zwischen den zwei Europa League Halbfinalspielen gegen Sporting Lissabon. Spieltag 32, es geht gegen Eintracht Frankfurt und es geht ja noch um einiges. Denn mit 4 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze und Bayern München müssen wir heute wieder gewinnen und hoffen, dass die patzen, sonst wird das nichts mehr mit der Meisterschaft. Gleichzeitig steht heute natürlich auch ein bisschen Vorsicht an, denn wir wollen ja das Rückspiel auch gewinnen, das dann auch folgt. Also, naja, Pflichtaufgabe würde ich jetzt mal sagen. Es ist der 32. Spieltag, Leverkusen ist in der Tabelle eigentlich ganz gut, aber nicht so gut wie in echt, also von der Meisterschaft sind wir noch ein Stück weit entfernt, müssen wir heute gewinnen. Hier nochmal schnell der Blick auf die Tabelle, 4 Punkte hinter Bayern München, die heute in Stuttgart spielen. Und wir hoffen, dass die Punkte lassen, damit wir noch eine Chance haben. Nach dem Europa-League-Spiel sind alle so ein bisschen platt, das kriegen wir aber, glaube ich, bei den meisten wieder hin. Ja, Granit Xhaka ist immer noch angeschlagen, ich habe gehofft, dass er es für das Spiel schafft, tut er nicht. Deswegen bleiben wir dabei, dass Stanisic die 6 spielt. Ansonsten habe ich nicht so viele Alternativen. Ich lasse heute mal Patrick Schick anfangen. Dann sieht die Aufstellung nämlich so aus. Schwarz-Rot gegen Weiß. Los geht's. In den neuesten Nachrichten in Frankfurt testen sie jetzt fliegende Kameras. Davon ist auch Bayer Leverkusen betroffen. Und ich freue mich, wenn mit 2K, FIFA irgendwann ein Konkurrent rauskommt, der hoffentlich einen besseren Karrieremodus macht, ohne so viele Fehler. Anpfiff. Und Bayer Leverkusen legt vom Start weg gut los. Die wollen direkt ein Tor. Ja, jetzt ist Patrick Schick frei und der macht ihn nicht. Was? Sorry, Patrick, aber wenn du nochmal irgendwann spielen willst, dann musst du so Dinger machen. Ärgerlich. Wieder Leverkusen, Grimaldo diesmal. Und das gibt dann immerhin Ecke. Oh! Und was war das denn? Tapsoba. Alter. Normalerweise steht er da zum Kopfball, aber dieses Mal ist er einen Schritt zurückgegangen, um ihn dann richtig reinzuhämmern. Jetzt sehen wir seinen Laufweg nicht, ne? Mal gucken. Kommt er irgendwie aus der zweiten Reihe? Rums. Sehr schön. Da. Frühes Tor in Frankfurt ist eine gute Sache. Ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass wir das Ganze irgendwann langsamer angeben lassen können. Und ein bisschen Kräfte schonen, ne? Denn Europapokal ist ja schon wieder dran. Aber nicht, wenn Frankfurt so darüber kommt. Leverkusen fault sich gegenseitig und im direkten Gegenzug das 1:1. Wie unnütz, die sich da gegenseitig über den Haufen rennen. Mann. Ja, kann sich Xabi Alonso durchaus ärgern über den Quatsch. Da geht Adli außen. Einfach mal drauf. Drin. 2:1 Adli. Jawohl. Warum ist denn der Trapp so früh abgetaucht? Ja, kann man mal machen. Gute Reaktion von Leverkusen auf die Reaktion von Frankfurt auf mein erstes Tor, wie auch immer. Wieder rollt Leverkusen. Wieder ist keiner mitgegangen. Geht der Grimaldo halt wieder alleine, meine Güte. Ha, durch die Beine 3:1. Halbe Stunde rum. Welch gar munteres Spielchen. Und Grimaldo, habe ich schon mal erwähnt, dass mitstürmende Außenverteidiger sehr effizient sind. Schwupp, da war die Lücke. Hat er gut gesehen. Habe ich eben von einem ruhigen Spiel gesprochen? Naja, au, Frankfurt wieder. Kann den mal bitte jemand aufhalten? Das gibt's doch nicht. Nein! Das gibt's ja nicht. Schon wieder nur 10 Minuten später und es steht 3:2. Wieder lässt sich die Abwehr hier überrennen und dann, naja, dann steht er ganz frei. Oh, jetzt geht auch meiner hin. Das gibt's ja nicht. Aber Radetzky ist da. Der Mamusch macht mich echt checkig heute. Das würde ich fast sagen, war die beste Chance bis jetzt auf beiden Seiten. Meine Güte, zur Halbzeit schon 3:2. Ich habe gehofft, ich könnte ein paar Spieler schonen, nachdem es 3:1 stand, aber nee, die brauche ich jetzt alle. Zweite Halbzeit, wir springen mal in die 56. Minute. Ich wechsle trotzdem schon mal. Ich will, dass der Würz fit ist für das Rückspiel. Das ist riskant, ja. Und auch Grimaldo geht raus. Die müssen das jetzt schaffen, die Jungs. Dafür haben wir jetzt nächsten Teller drin und der ist schnell. Aber der sieht den anderen Eingewechselten. Ui. Arthur. Die zweite Halbzeit ist um einiges ruhiger, also nicht mehr so die Riesenchancen. Natürlich ist das ein Elfmeter. Mann, ey. Nie im Leben, Schiri, nie im Leben. Das ist ein kleiner Nix, ist das. Ja, komm, dann mach.
Nein, 3:3. Habe ich mich vielleicht sogar schon verwechselt? Verwechselt. Auf geht's jetzt, Bayer, kämpfen. Das ist Teller. Ja! Teller, sehr gut. 4:3. Schön durchgelaufen, Schick hat ihn gesehen. Nathan Teller macht das 4:3, jawohl. Nochmal Wechsel, Hofmann, Logic. Das nennt man Belastungssteuerung. Und dann hinten dicht halten. Ecke, ei, Radetzky. Ah, ist das ein Schlagabtausch hier. Radetzky wieder, meine Güte. Oh, das gibt dann auch noch einen Freistoß. In bester Position. Oh, Radetzky. Frimpong rettet. Noch mehr Ecke. Ich schicke wieder den Frimpong raus. Und jetzt hat er den Ball. Jetzt kann der kontern. Los, renn. Was denn? Doch nicht mitten in meinem Konter. Ah, nein. Jetzt verletzt sich auch noch Stanisic. Ach, das gibt's doch nicht. Ah, das sieht nicht gut aus. Ich habe so eine Art Sechserfluch. Der einzige Überlebende ist der Andrich. So, und der Puerta mit 67er Stärke kommt dafür. Der geht auch noch. 3 Minuten werden nachgespielt. Frankfurt kommt nochmal. Andrich ist da. Was? Das war doch kein Foul. Schiedsrichter heute wieder unter aller Sau. Teller geht. Nein. Aber es ist Ende. 4:3 gewonnen. Alter, was ein Spiel. Ich habe Puls bis 180. Das ist unglaublich wichtig, die 3 Punkte. Vor allem dann, wenn Bayern München Punkte lässt. Haben sie natürlich nicht. Mist. Also noch 4 Punkte auf die Bayern in nur noch 2 Spielen. Das heißt, am nächsten Spieltag ist die letzte Chance auf die Meisterschaft gegen Bochum, während München gegen Wolfsburg ran muss. Kurzer Blick aufs Abstiegsrennen. Auch hier gibt es noch 6 Punkte zu holen. Heidenheim und Bochum haben es schwer. Augsburg ist 5 Punkte davor. Stuttgart auch. Also nochmal die Ergebnisse im Schnelldurchlauf. Hoffenheim-Leipzig 0:2, Bremen-Gladbach 1:1, Wolfsburg-Darmstadt 4:0, BVB-Augsburg 1:2, Köln-Freiburg 1:1, Heidenheim-Mainz 0:2, Eintracht-Frankfurt-Leverkusen 3:4, VfB-Stuttgart-Bayern München 0:3, Union-Berlin-Bochum 2:1, das war's. Also schneller Blick auf den Kalender. Europa League kommt als nächstes, das wisst ihr schon, wenn ihr das Video gesehen habt. Danach kommen noch mit Bochum und Augsburg 2 Chancen, oben noch an den Bayern dran zu bleiben. Und dann haben wir sie im Pokalfinale. Vielleicht ja sogar im Europa League-Finale, relativ sicher sogar im Europa League-Finale, wenn wir das erreichen. Ach ja, und die schlechte Nachricht zum Schluss. Stanisic ist für 2 Monate raus, das heißt, er ist für den Rest der Saison weg. Das gefällt mir überhaupt nicht, denn das heißt, dass mein Sechser-Lazarett noch größer wird. Aber mit ein bisschen Glück ist der Chaka bald wieder fit. Das wäre dann ganz hervorragend, wenn es dann weitergeht im Bundesliga-Endspurt und hoffentlich im Europa-League-Finale und im DFB-Pokal-Finale. Also, dranbleiben, abonnieren. Tschüss, schönen Feierabend.